Hallo, ich bin Mohammed aus Afghanistan. Ich bin Mohammed aus Afghanistan. Seit 2016 wohne ich hier in Bad Kissingen. Ich habe 2 Jahre war ich in Berufsschule Garitz, Integrationsklasse. Und 1 Jahr habe ich halt eine Pflegehilfeausbildung gemacht, schulische Ausbildung. Und 3 Jahre jetzt habe ich meine Ausbildung abgeschlossen zum Altenpflegefachkraft. Und seitdem arbeite ich und eventuell im September mache ich meine Stationsleiter auch. Und ja, ich bin in Bad Kissingen sehr aktiv, bin deutscher Meister geworden im Boxen beim TSV Bad Kissingen und bin eigentlich sehr stolz, in Bad Kissingen zu sein. Seit 2016 wohne ich in Bad Kissingen und von Anfang konnte ich damals keine Deutschsprache und auch hatte ich keine Freunde und nichts. Und ja, dann habe ich versucht, irgendwie was zu machen, auch für mich die Sprache zu lernen. Und dann war Schwierigkeit, das Sprache zu lernen letztes Mal. Und dann war ich in der Schule, Berufsschule, da habe ich mich angemeldet. Und dann habe ich dort auch in der Schule angefangen. War dann so, dass ich 1 Jahr nur in die Schule gehen müsste. Und das zweite Lehrjahr war so, dass ich 1 Woche Praktikum mache. Und dann 1 Woche muss ich in die Schule gehen. Und dann habe ich auch gleichzeitig mit Boxen hier angefangen, da ich keine Deutschsprache konnte. Dann hat mir auch gut geholfen hier in die Verein, die Jungs, der Trainer halt auch selber. Er ist nicht nur ein Trainer, sondern alles. Guter Freund, Coach, Freund, egal was man sagt, das ist ein guter Mann für mich auch. Und die Jungs von TSV Bad Kissingen, die haben mich auch sehr unterstützt damals, wegen meiner Sprachkenntnis. Und konnte ich auch nicht so gut Deutsch sprechen, wie ich jetzt damals. Ja, und Bad Kissingen bedeutet mir eigentlich sehr, sehr, sehr viel. Wie ich in Afghanistan geboren bin und Bad Kissingen hat mir halt das Leben gegeben, wie ich jetzt bin, was ich gemacht habe bis jetzt, ja, was ich erreicht habe. Ja. Also ich bin echt stolz, in Bad Kissingen zu sein und, sage ich mal, eine Fränke zu sein. Ich werde mal diejenigen, die jetzt hier nach Deutschland kommen oder nach Bad Kissingen, sage ich mal jetzt, es ist mein Rat hier, sich zu integrieren jetzt mal. Sich so einen Freund finden, einen Kumpel finden oder in die Schule gehen, die Sprache zu lernen. Und niemals aufgeben, egal jetzt was kommt, auch wenn manchmal die Sprache sich schwer ist und von anderer Kultur hier kommt, das ist nicht einfach. Da muss ich jetzt mal sich, man gewöhnt halt, dass man 1 Jahr sich selber Zeit geben und die Sprache lernen, was auch in die Kultur reingehen, was da Unterschied ist wie bei uns, sage ich mal, oder es ist egal jetzt von woher man kommt, dass man sich in diese Kultur, wie das in Deutschland ist, das alles akzeptieren, was ist halt, ne? Und nicht was bei uns ist, sondern was hier ist. Und die Freiheit immer genießen. Ich bin Mohammed aus Bad Kissingen, aus Hof.